willkommen zum zweiten Teil des Praxistests mit dem Chanson und natürlich hier aus der schönen Wutachschlucht. Ihr kennt mich ja mittlerweile, ich bin ein Naturliebhaber und ich zeige euch natürlich dann auch wieder schöne Orte aus der Region. Dieses Mal ein zweitägiger Teil aus der Wutachschlucht. Also ihr müsst hier unbedingt mal vorbeikommen, wirklich. Die Wutachschlucht ist ein unglaubliches Schauspiel. Nehmt den Rucksack mit, nehmt viel Zeit mit, viel zu trinken und dann lauft einfach mal Richtung Wutachschlucht. Am besten am Blumberger Stellplatz übernachten, dann von Blumberg nach Achdorf fahren, das sind 10 Minuten, genauer gesagt an der Wutachmühle, dann den Einstieg in die Wutachschlucht finden. Ja, das Interessante an der Wutachschlucht ist natürlich auch, hier sieht man lauter solche unglaublichen Stellen wie dieser Baum hier, der sich hier in dieses Gestein reingefressen hat. Aber natürlich Vorsicht ist geboten in der Wutachschlucht, wie man sehen kann. Hier geht es natürlich auch richtig steil bergab. Bezüglich dem Praxistest natürlich vom Chanson. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund für unseren kleinen Ausflug hier. Kann ich ganz einfach sagen, grandios. Die Betten sind hervorragend. Wir haben wirklich so toll geschlafen in diesen Betten. Hatte ich ja schon mal erwähnt. Das Campsleep-Bett hat seinen Zweck erfüllt, muss ich ehrlich sagen. Der Kleine, der ist hin und weg, dass er sein kleines Kinderzimmer vorne hat. Und bezüglich der Warnblinkanlage, da lasse ich mir noch was einfallen. Da gibt es sicherlich irgendwie eine Lösung. Wenn nicht, ich habe keine zwei linken Hände, also von dem her. Auf jeden Fall bezüglich Praxistest mit dem Kastenwagen kann ich nur sagen, das Auto hat einen unglaublich coolen Wendekreis. Also ist überhaupt kein Problem. Die engsten Straßen, die engsten Gassen, die engsten Kurven nimmt das Auto wirklich ohne weiteres. Beim Bad gibt es natürlich Optimierungsbedarf. Also das Bad allein ist für mich schon das größte Learning aus diesem Wochenende. Deswegen wird der Livingston auch aus meiner Liste verschwinden. Also von dem her werden wir jetzt erstmal eine Runde in den Wutach sprengen. Der muss unbedingt mal hierher kommen. Man hat nämlich das Gefühl, man wäre direkt hier bei den Hobbits im Auenwald. Und wenn da richtig viel Wasser ist, dann fließt hier natürlich 1-2 Meter mehr Wasser durch die Wutach und drückt das ganze Gebälk hier an diese Brücke. Und deswegen wackelt die auch schon. Also es ist ein richtiges Abenteuer hier. Ihr habt jetzt einiges gesehen wieder von unserer Gegend hier, Wutachschlucht und natürlich auch Stellplatz in Blumberg. Also ich kann nur jedem empfehlen, jeder der sich ein Wohnmobil kaufen möchte oder einen Kastenwagen. Ich hatte ja schon den Roadcruiser getestet, das ist schon über ein halbes Jahr her. Da hatte ich noch keine Kamera und deswegen gibt es da auch keine bewegten Bilder. Fakt ist auf alle Fälle, das war wirklich super. 130 PS ist auf alle Fälle für mich zu wenig. Gerade bei Bergauffahrten oder wenn man LKW überholen muss, ist der Unterschied enorm. Also das hätte ich nicht gedacht. Ne? Ich zeige euch mal die Sitze hier vom Chanson. Die sind wirklich sehr angenehm mit dieser Lederpolsterung und auch vom Design her wirklich toll und sehr, sehr bequem. Also wir haben uns da vorne wirklich richtig, richtig wohl gefühlt. Das Navigationssystem muss ich nicht haben. Ihr wisst ja, ich bin ein Alpine-Fan. Das Alpine-Style, wo extra für Fiat konzipiert worden ist. Das ist natürlich super mit dem großen Touchpanel, auch wegen Abstand.
so dass es dem Fahrer näher ist. Was ich die letzten 2 Tage am meisten benötigt habe in diesem Fahrzeug, ist das. Ein Kreuzschlitzschraubenzieher. Ja, ihr werdet euch wundern, hallo, das ist ein neues Fahrzeug. Ja, das Fahrzeug hat um die 12.000 Kilometer drauf, es ist aber ein Mietfahrzeug. Ich weiß nicht, ob das bei allen Fahrzeugen gleich ist und da bitte ich euch jetzt mal genau aufzupassen und mir Kommentare zu schicken. Alle, die schon einen Kastenwagen haben oder gemietet haben, wie auch immer, wie ist es bei euch mit diesem Tisch? Ich zeige euch mal was. Diese Schraube und diese Schraube dort drüben, die ist andauernd locker. Ich brauche dauernd den Schraubenzieher. Und dementsprechend wackelt natürlich auch der Tisch. Also wirklich sehr, sehr störend. Ich verstehe nicht, warum bei der Herstellung nicht darauf geachtet wird, dass man da irgendwie Loctite reinmacht, anständige Schrauben oder was auch immer. Wie ist das bei euch? Erzählt mir mal, schreibt mir mal eure Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit diesem. Was uns sehr gefallen hat, ist diese Kombination aus Herd und Spüle. Also wenn man hier Nudeln kocht und die laufen über, dann läuft es direkt in die Spüle rein. Das ist wirklich toll. Klar, dieser Wasserhahn hier, der macht nicht so einen wahnsinnig stabilen Eindruck. Und da muss man auch ziemlich rumhantieren, dass da mal gescheit Wasserdruck rauskommt. Aber im Grunde ist es wirklich ein schönes Konzept. Auch mit Bierzuzündung und es hat wirklich Spaß gemacht. Schaut euch mal an, das hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Das da, hier ist Ende der Fahnenstange. Ja? Das heißt, weiter gehen die Schubladen nicht auf. Es ist wirklich schwierig, hier irgendwas reinzufriemeln. Auch unten der große. Es geht sehr, sehr, sehr beschränkt auf. Auch hier diese Besteckschublade hier. Also das ist wirklich unglücklich. Ne? Beim Clever konnte ich die Schubladen ganz weit aufmachen. Und da hatte man Platz zum Einräumen. Das ist hier nicht gegeben. Vielleicht liegt es hier an diesen Schubladen, an diesen Auszügen. Diese Auszüge kann ich wiederum schön weit rausfahren. Ne? Das ist okay. Das haben dafür die anderen nicht, muss ich dazu sagen. Auch hier wieder eine kleine Schublade. Im Gegensatz zum letzten Mal, als ich behauptet hatte, der Livingston hat kein ausfahrbares Brett hier mehr, um die Arbeitsfläche zu vergrößern, das stimmt natürlich nicht. Ja. Viele von euch haben mir dann natürlich Kommentare geschrieben und haben gesagt, hey, schau doch mal unter die Arbeitsfläche, wenn die Schublade auf ist und siehe da, tatsächlich, hier ist noch eine Arbeitsfläche. Also, vielen Dank an die netten Kommentare. Ja, ich bin ja ehrlich, ich hätte es ja auch können wegschneiden jetzt, aber ich bin nicht so. Ich verspreche mich gern mal und wenn ich Unrecht habe, dann stehe ich auch dazu. Fällt mir doch tatsächlich dieser Schalter auf. Und was macht dieser Schalter? Wunderbar. Unglaublich. Jetzt haben wir wirklich eine Nacht damit verbracht, diese Lampen abzudecken. Ich habe den Schalter nicht gefunden und genau vor meiner Nase ist er. Ihr seht, man findet immer irgendwelche Überraschungen wieder, selbst wenn man 15, 16 Kastenwagen angeschaut hat. Ja, der Absorber-Kühlschrank. Ich hatte ja gehofft, dass ich einen Kompressor-Kühlschrank bekomme in dieses Mietfahrzeug, aber wir hatten jetzt hier einen Absorber-Kühlschrank. Der ist ja vom Design her mit dieser blauen Farbe ein schöner Hingucker. Man hat auch viel Platz. Man riecht aber doch, ja, dass der schon einige Male in Gebrauch war und zum Glück hat er auch hier mit diesem Knopf. Jetzt geht die Lüftung an. Der hat eine ein- und ausschaltbare Lüftung, so dass der auch wirklich diesen Gestank hier rausbringt. Also der riecht sehr unangenehm. Wie ist denn das bei einem Kompressor-Kühlschrank? Das Lichtkonzept hier, das ist wirklich auch schön. Also überall diese indirekte Beleuchtung, auch hier an der Dinette. Also das ist wirklich schön hell, schön angenehm, warme Farben. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu der allentscheidenden Frage. Wie hat sich der Aki, wo doch so sehr die Raumbäder liebt, in diesem Festbad wohlgefühlt? Ich bin froh, dass ich es getestet habe. Glaubt mir das. Also wirklich für alle, die 10 cm kleiner sind und einige Kilo leichter wie ich, für die mag das wirklich hervorragend sein. Für mich persönlich ist das ein No-Go. Wenn man jetzt hier auf das WC geht und man das WC benutzt, dann sollte das Waschbecken hier rüber, damit man da auch schön Platz hat. Ne? Wenn jetzt natürlich jemand vergisst, dieses Waschbecken wieder da rüber zu schieben, dann kann es gut vorkommen, was uns auch passiert ist, dass dieses Waschbecken anfängt zu tropfen. Dann ist da natürlich auch hier auch ein Druck dahinter. Der Wasserhahn ist so weit weg vom Waschbecken, dass wenn ich hier drauf drücke, dass das mir alles entgegenspritzt. So, und jetzt seht ihr, der Wasserhahn tropft nach, weil natürlich da oben nicht zu ist. Und man vergesst gerne mal, einfach dort oben zuzumachen. Warum auch? Kommt ja kein Wasser mehr raus, angeblich. Aber es tropft schön weiter. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch hier oben zumachen und dann ist irgendwann Ruhe. Auch dieses Nassfußbad hier,
Da ist doch das WC sehr im Weg. Ich kann es zwar wegdrücken hier, aber man hat nicht wirklich Platz zum Duschen. Ja, was dafür wirklich hervorragend ist, muss ich ganz ehrlich sagen, sind diese Betten hier. Ich habe hier wirklich geschlafen wie das Hergürtel, ganz einfach. Die Matratzen sind toll, die Länge ist hervorragend. Ein zweiter Hauptgrund war ja, dieses Campsleet-Bett hier zu testen. Da kann ich nur sagen, das war wirklich eine tolle Erkenntnis, weil der Junior, der hat wirklich toll geschlafen. Das Aufstelldach ist somit erledigt. Wir werden hier mit der Option A, also das heißt diesen Tischumbau und auch dieses Campsleet-Bett. In dem Moment, wo der Kleine vorne geschlafen hat, konnten wir den Tisch hier trotzdem weiter nutzen. Und genau das war ja das Ziel. Ne? Also ich wollte nicht jedes Mal hier alles umbauen müssen. So, jetzt habe ich aber viel geschwafelt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Mischung aus Natur, aus Neuigkeiten, aus kritischen Punkten, die ich gefunden habe. Bleibt mir nur eins zu sagen. Bald ist Messe, bald ist Verlosung vom Omnia und bald geht's weiter mit Kastenwägen. Bleibt gesund, schaltet das nächste Mal ein und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Alles klar, bis dann, euer Akku.